los, Fugger. Es ist soweit. Wir werfen die Radstühle um. Er ist ein fleißiger Junge. Ja, ein Leisetreter. Der bringt's bestimmt zu was. Habt ihr das gewebt? Mhm. Er hat's gemacht. Der Kerl muss goldene Hände haben. Judenpark! In unserer Stadt habt ihr nichts mehr zu suchen! Man muss endlich über Augsburg hinausschauen. Jakob. Wenn man schon in den Handel geht, dann müsste man das richtig tun. Wir werden in Augsburg nur was bedeuten, wenn wir das Vermögen zusammenlassen. Das Fuggersche Tuch. Aber die Weberei allein reicht nicht mehr aus. Unsere Geschäfte sind mächtig verzweigt. Wir hätten dich bitter nötig. Ich verstehe nichts von Geschäften. Mit 50.000 Gulden. Er ist verrückt. Es ist so gut mein Geschäft wie deins. Ich habe noch keinen Guldenverlust gemacht. Euch alle habe ich mit Trüffeln gefüttert. Und jetzt stehen wir vor dem Bankrott. Ich denke, wir sollten neben dem Silber aufs Kupfer gehen. Es ist wegen der neuen Kanonen sehr begehrt. Diese Fugger sind wirklich mit allen Salben geschmiert. Du glaubst, weil ich in deiner Schuld stehe, bin ich in deiner Hand. Unerhörter Aufstieg ist das. Für einen Pfeffersack wie mich. Ich beobachte euch alle und genauer als ihr denkt. Warum hast du ihn so? Hasse ich ihn? Hängt den Anton Welser auf und den Jakob Fugger auf! Jesus und Maria, wenn die uns in die Finger kriegen, dann gnade uns Gott. Das ist ein politischer Prozess der Ärmeren gegen die Reicheren. Und das Urteil ist längst gefällt, dass ich hinwerden soll. Was ist geschehen? Der Alte in Augsburg ist tot. Weiß man, wer sein Nachfolger wird? Ich. Ich bin nichts mehr in diesem Augenblick ohne euch, Fugger.